Hallo YouTube, heute haben wir einen kleinen Testkandidaten hier. Das ist die Marushin FN57. Diese Waffe ist eine CO2-Waffe, ist auch gerade interessant für die gegenwärtigen Temperaturen. Wir haben heute minus 2 Grad, ist zwar sonnig, aber trotzdem sehr kalt. Gaswaffen geben bei diesen Temperaturen ihre Dienste auf und die CO2, was taugt, das werden wir sehen. Are you listening? Damn. Erstmal zur Waffe selbst, die ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Bedienelemente wie hier die Sicherung, die sich beidseitig bedienen lässt, ist aus Kunststoff. Der Verschlussfang ist aus Kunststoff, Griff, Verschluss ebenfalls aus Kunststoff, der Abzug ist aus Metall, der Magazinknopf ist aus Kunststoff, die Visierung, die wir hier oben sehen, die ist aus Metall. Das Korn ist wiederum aus Kunststoff und das meiste Gewicht von der Waffe kommt auch vom Magazin selbst. Wie wir sehen, das ist eine 5.7. Die heißt 5.7, weil sie in echt auch das Kaliber 5,7 mm verschießt. Und daher sind die Magazine ziemlich breit, also passt auf bei der Wahl der Magazintaschen. Passend tun, wie wir selbst getestet haben, die Pistolenmagazine von Begadi, die passen sehr gut. Da passen sie perfekt rein. Hier unten, klar, ist der Verschluss für das Magazin. Da kommt die CO2-Kapsel rein, ist ein kleiner Imbusschlüssel, wie ihr im Lieferumfang gesehen habt, mit dabei. Da schraubt er einfach auf, setzt die CO2-Kapsel rein, schraubt wieder zu, bis es zischt, weiter drehen dann ist es dicht. Ja, Magazin kommt hier unten rein. So, wenn man durchgeladen hat und auch so, kann man die Waffe beidseitig, wie ich schon gesagt habe, sichern. So ist sie gesichert, passiert nichts, so ist sie entsichert. Kann man Abzug durchdrücken. Was mir jetzt nicht so an der Waffe gefällt und was ich ziemlich fummelig finde, ist, wenn wir die Waffe auseinanderbauen wollen und das Hub-Up einzustellen. Erstmal Verschluss nach hinten, arretieren. Dann haben wir hier den kleinen Hebel, den schieben wir nach hinten und dann können wir den Verschluss abnehmen. Das sieht jetzt erstmal einfach ziemlich lässig aus und einfach. Das Problem, was wir aber haben, ist, wenn wir die Waffe wieder zusammensetzen wollen. Denn da wird es ein bisschen fummelig, da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. So, und hier sehen wir das Hub-Up-Einstellrädchen. Da können wir den Drall der Kugeln erhöhen oder verringern. So, wenn wir das jetzt wieder zusammensetzen, die Waffe, ist es wichtig, dass wir hier vorne das so draufsetzen. Und vor allen Dingen auch hier hinten sind zwei kleine Schienen. Die müssen hier mit diesen Schienen übereinstimmen. So, und dann ziehen wir das Ganze, wenn wir das richtig haben. Also es wird jetzt hier auch ziemlich fummelig bei mir werden. Jetzt einfach ein bisschen drücken. So, hier hinten ist es zum Glück auch eingerastet, sodass ich jetzt nach hinten ziehen kann. Endlich den super Knopf nach vorne und jetzt ist der Verschluss wieder drauf. Also es ist halt nicht sehr bedienerfreundlich. Also hofft, dass er das Hub-Up einstellt und den Verschluss nicht runternehmen müsst. Thank you.
So, Fazit zu dem Gerät hier. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr schön verarbeitete Waffe. Gut, dass mit den Zusammensetzen von dem Verschluss und den Pistolenrahmen, das ist ein bisschen hakelig, aber wenn man es übt, dann kriegt man das hin. Und was mir wirklich sehr, sehr gefällt, ist, dass er jetzt heute bei minus 2 Grad auf jeden Fall auch noch spielbar ist. Also wir haben jetzt mit einer CO2-Kapsel hier bei den Temperaturen an die 4 Magazine zu je 20 Schuss in etwa verschossen. Das spricht wirklich für die Waffe. Und was wir aber auch festgestellt haben, was wichtig ist, wenn ihr die Waffe euch kaufen möchtet, ist, dass ihr 0,28er BBs mindestens verwenden solltet. Es reagiert sehr empfindlich, gibt sehr viel Drall auf die Kugeln, sodass weniger als 0,28er Kugeln einfach gegen den Mond ziehen. 30er sind auch kein Problem für die Waffe. Von der Präzision habt ihr gerade gesehen, bis 35 Meter könnt ihr noch Mannziele treffen. Das war jetzt das absolute Maximum für uns, aber Pistole halt eben, ne? 30 Meter, ab da nehmt ihr ja sowieso die Waffe. Die Markings gefallen, das Gewicht ohne Magazin ist lächerlich, mit Magazin wird es eine Pistole, aber das ist halt so, ist eine Japan-Waffe, ist aus Kunststoff gefertigt. Ich habe mir mit ein paar Leuten im Forum mal geschrieben, die haben die Waffe schon seit 3 Jahren, sie läuft dort bei denen immer noch, also denke ich mal nicht, dass dem Kunststoff hier irgendwas Negatives abzugewinnen ist. Zumal man auch nicht vergessen darf, die echte ist genauso auch aus Kunststoff gefertigt wie diese, ja, Replika auch. Wenn euch das Review gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, da freue ich mich drüber. Oder ein Abo, verpasst ihr keine Videos mehr. Und wir sehen uns. Macht's gut. Dass ich den Scheiß hier zusammenkriege. Ich schneide das jetzt nicht, ich lasse das jetzt extra so laufen, dass man sieht, dass das Scheiße von mir ist. Okay, Cut Effect. Das ist aber auch nicht gerade. Vielleicht stelle ich mich auch einfach zu blöd an. Das ist natürlich, weil die Kamera drauf ist. Dann komme ich schon in den Haarkatz-Ding. Jetzt einfach ein bisschen drücken. So, hier hinten ist es zum Glück auch eingerastet, sodass ich jetzt nach hinten ziehen kann. Endlich den super Knopf nach vorne und jetzt ist der Verschluss wieder drauf. Also.